Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Business Opportunity. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast für euch, und zwar den lieben Patrick Szyslowski von Big Business Opportunity. Patrick, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Selbstverständlich, für dieses tolle Magazin Big Business Opportunity Fragezeichen auf Facebook und YouTube zu finden, habe ich immer Zeit. Okay, Patrick, starten wir da gleich mal. Hast du für unsere Community, unsere Zuschauer, einen Sponsor-Tipp, einen Business-Tipp? Ja, klar. Also diesen Tipp, den haben wir auch schon öfters gehört, aber ich will ein bisschen ins Detail gehen, und zwar Facebook. Es gibt keinen einfachen Weg, mit Menschen in Kontakt zu treten, aber die meisten machen es falsch. Sie posten ihr Business tagtäglich immer wieder auf ihre Pinnwand. Da ist doch gar nichts mehr Besonderes bei dir dran. Jeder weiß doch, welches Geschäft du betreibst. Deswegen würde ich diese Rumposterei grundsätzlich erstmal sein lassen. Das nächste ist, baut Beziehungen auf. Und wie funktioniert das Ganze? Ihr schaut euch ein Profil an und schaut, ihr seht, okay, mit dieser Person würde ich gerne zusammenarbeiten. Und was macht ihr? Ihr schreibt mit ihr, ihr kommt mit ihr in Kontakt. Ihr sprecht sie nicht sofort aufs Business an, sondern ihr macht Smalltalk. Ihr sagt zum Beispiel, hey, ich habe gesehen, du bist FC Bayern-Fan, finde ich so cool und bla bla bla. Das heißt, ihr sucht auf dem Profil etwas Interessantes, womit ihr euch identifizieren könnt, und fangt an, eine Kommunikation zu starten. Und das Wichtige dabei ist, versucht denjenigen nicht auf Teufel komm raus in dein Geschäft zu bringen, sondern bau eine Beziehung auf. Vielleicht ist der Mensch gar nicht offen für ein neues Geschäft, aber in einem Jahr. Und wenn du gut mit dem stehst, ja, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er vielleicht mal in dein Geschäft einsteigt, vor allen Dingen, wenn er viel von dir hält. Und das baust du mit der Zeit auf. Also fang an, viele neue Kontakte über Facebook zu generieren, schreib sie offen an, komm ins Gespräch, bleib mit dem in Kontakt, baue eine Beziehung auf, und irgendwann klappt es auch mit dem Business. Richtig, denn im Vordergrund stehen die Menschen und nicht das Business.